Über 60 Mal Pferderennen auf der Pferderennbahn Rosried-Meierfeld. Ein Hindernismekka und Volksfeststimmung mit Bergkulissen. Und einem vielfältigen Programm und einem enthusiastischen Speaker. Und die Aufgalopphürde wird er absolvieren unter tosendem Applaus. Gacko Dolivat und Ivan Kerki. Ein Volksfest für Jung und Alt, dabei auch der Michael von Lönneberger. Er käme aber von Linz, hat er gemeint. Und dann ist es losgegangen und wir zeigen den Ausschnitt. Die Pferde gehen hinter den Startwagen. Die Nummern 1 bis 7 von Italianic bis Catswoman aus der ersten Reihe. Die Favoriten Cheval UNG und Allwood by Fax aus der zweiten Reihe. Etwas mehr als zwei Runden gilt es hier zu absolvieren, natürlich nicht zweieinhalb. Dreimal kommen die Pferde vor der Tribüne vorbei. So kommt das Feld in den letzten Bogen. Pipilocet, Schwal, UNG. Pipilocet am stärksten sieht für mich aber hier Italianic aus, aber der ist im Moment eingeklemmt. Noch etwa 300 Meter mit Pipilocet und Schwal, UNG. Pipilocet, Schwal, UNG. Pipilocet geht für den Moment wieder besser. An dritter Position ist Enen Italianic und der wird jetzt Enen den Platz finden für seinen Angriff. Sein Stallgefährte hat ihm diesen Platz hier gemacht und er geht hier in Front. Aber außen kommt auch noch Schwal UNG. Schwal UNG mit Pipilocet oder Italianic. Schwal UNG oder Pipilocet. Schwal UNG oder Italianic. Schwal UNG! Preis vom Casino Badergasse Trabrennen von 2450 Meter, Preis um 8000 Franken und dann gibt es Bahnservice. Und dann der Start vom Preis von Alpinen Mountain Resort und Spa, Giertschen, ein Flachrennen über 2650 Meter, Preis um 10'000 Franken. Das alles bei einem ganz strengen Föhn. Und dann eine Spannung zu jeder Zeit vom Rennen auf der Gegengeraden, dann wieder zurück zu der Tribüne und zur Endphase. Wardak löst sich wieder. April Valley ist die einzige, die im Moment richtig folgen. November Rain und Rio Chico. Vorne ist aber Wardak. Wardak noch 200 Meter. Wardak löst sich wieder. Gibt das noch einen Bündnersieg? Wardak vor April Valley. Außen kommt November Rain. Wardak ist vorne und Wardak marschiert. Wardak, aber April Valley kommt. Wardak oder April Valley? Wardak gewinnt vor April Valley und November Rain. Spannend pur, aber eben auch eine super Kulisse, einfach nochmal zum Mitschauen. Aber das wäre die Kulisse ohne all die vielen Helferinnen und Helfer, die da waren, sind vor Ort sogar mit Kinderwagen sind sie da gewesen. Ein Familienfest für alle, für die Vierbeiner, für gross und natürlich für klein, gerade wenn ein Pony reinkommt. Es sieht gut aus, alle Ponys in den Boxen. Und das ist der Start zum dritten Ponyrennenpreis der Firma Intul AG. Das Feld formiert sich. Angelina Coralina ganz außen. Da kann gar nichts mehr passieren. Die müssen nur noch gemeinsam ins Ziel kommen und davon ist absolut auszugehen. An zweiter Position galoppiert Milo. Was für eine Vorstellung! Sie dürfen applaudieren. Angelina Coralina mit Alina Garcia. Dann folgt die Nummer 4, I'm Loving It mit Pablo Werder. Dann die Nummer 2, das ist Milo mit Cecilia Schneider, die Nummer 3, Night Shadow mit Cheyenne Bodmer und ihr Applaus auch für Al-Jamila und Julia Gutekund. Und nach dem Pony in Galoppen, Flachrennen über 1500 Meter, eine Mittagspause. Alles hat es gegeben, was das Herz begehrt. Pause auf für die Helferinnen. Was ist eure Aufgabe hier? Also wir gehen, wenn das Ross verunfallt unterwegs, gehen wir dann mit dem Tierarzt zusammen das Ross holen und schauen, was es hat. Ist bis jetzt schon einiges passiert? Nein, bis jetzt ist es ruhig, sind alle unverletzt geblieben. Das ist das Beste, ja? Ja, das ist so, ja. Spielt das eine Rolle, weißt, wenn jetzt der Baum ein bisschen trocken ist oder wenn sie nass ist? Ist das ein Unterschied? Ja, also wenn sie trocken ist, ist sie halt einfach schneller. Ja. Es hat beides Vor- und Nachteile. Jetzt letztes Mal, gell, am Sonntag vorher, sind es gerade zwei Stürze gegeben, heute hat es auch einen Sturz gegeben, aber es ist bis jetzt gar nichts passiert und wir müssen einschreiten. Ja, also von der Rasse her ist es gut, sonst weiss ich jetzt halt nicht. Von den Menschen her wissen wir halt immer nicht so. Ja, müssen Sie ja nicht wissen, weil Ihre Aufgabe ist eine Grosstierrettung gewesen. Es ist aber mit Ross und Tier nichts passiert. Und dann gespannt zu warten auf das erste Rennen vom Nachmittag auf den Preis von der Gemeinde Bad Ragaz. Hürdenrennen, 3'800 Meter, 12'000 Franken, Preissumme und eben ein gespannt zu warten. Und dann ist es losgegangen. Und La Caletta in gemächlichem Tempo geht es hier über das erste von 13 Hindernissen. Noch 12 Hindernisse, erste von 4 Tribünenpassagen. Die gehen hier ganz gemütlich zu Werke mit Manolo Jörg Langmeier. Dahinter Raphael Link in Weiß und Rot mit Syndromos und am Schluss La Caletta mit Ivan Kerki. Zweites von 13 Hindernissen.
La Caletta greift an gegen das letzte Hindernis. Noch 200 Meter mit La Caletta außen, Syndromos innen. La Caletta geht sehr gut. Syndromos innen vor La Caletta. La Caletta mit Syndromos. La Caletta vorne. Syndromos kontert. Syndromos oder La Caletta. Syndromos oder La Caletta. Syndromos gewinnt vor La Caletta. Was für ein toller Finish. Preis von der Gemeinde Bad Ragaz. Ja, meine Damen und Herren, die Hindernisritter haben uns einmal mehr eine super Show geboten. Es ist richtig schnell geworden auf der letzten Runde und es war wieder ein wahnsinnig packender Einlauf, wo ganz knapp einer für sich können entscheiden. Das ist der Raphael Link und Syndromos! Grosser Preis von Bad Ragaz. Warum macht Bad Ragaz hier mit? Also wir leben hier in der Wirtschaftsregion mit dem Maienfeld, mit der Bündner Herrschaft, Bad Ragaz und das ganze Land. Und das ist für die Region einfach ein wichtiger Anlass und darum macht Bad Ragaz seit Jahren mit. Wir haben ja auch einen Rennverein, der Maienfeld Bad Ragaz heisst und darum hat es eine gewisse Tradition, dass die Gemeinde Bad Ragaz sich hier beteiligen tut mit dem Arena. Maienfeld kann der Gebünde, Bad Ragaz St. Gallen, aber manchmal ist man das Ragaz fast näher irgendwie bei der Herrschaft als bei St. Gallen, oder? Ja, wie ich gesagt habe, wir leben im Wirtschaftsraum und wir sind jetzt auch touristisch sehr gegen das Bündnerland ausgerichtet. Und man kann so sagen, es ist sicher kein Vorteil für die Zusammenarbeit, wenn man in zwei verschiedenen Kantonen wohnen tut oder zusammenarbeiten tut. Aber auch diese Hürden mögen wir überspringen. Aber ich glaube, nochmal, die Kantons- und auch Gemeindegrenzen werden immer weniger wichtig, weil die Wirtschaftsräume, die sind in Zukunft wichtig. Wo leben die Leute? Wie leben die Leute? Und darum sind die Beziehungen von Bad Ragaz ins Bündnerland wirklich auch aus dem Bereich des Tourismus extrem wichtig. Ich habe dich auch beim Wettschalter gesehen. Also, du wettest auch noch. Ein bisschen angefressen bist du gleich. Ja. Ein bisschen wetten tue ich auch. Aber nicht erfolgreich. Aber ja, nur der muss es auch geben, der Leute, die den Rennsport unterstützen und die keine Kohle abholen am Ende des Tages. Und wir zwei Gellers, wenn wir so denken, dass du reitest nicht, ich reite nicht, aber wenn wir denken, so eine Summe von 100'000 Franken soll angestrebt werden, ist schon ein Rechtsgeld. Das heisst, es ist eine grosse Beliebtheit, dass du hier sich zwei Feld abspielt. Ja, das ist so. Also, es gibt natürlich auch einen besonderen Reiz, wenn man hier wetten tut. Und ich kenne viele, die hierher kommen wirklich und wetten tun und auch etwas investieren tun. Aber ich glaube, das Ziel ist von den meisten einfach, dass ein bisschen der Kitzelhemd bei der Arena, es geht nicht einmal so absolut um zu gewinnen. Hast du deinen Sohn auch mitgenommen? Ja, der ist noch in der Ferien. Aber sonst, gell, die Kinder sind auch angefressen von dem Sport. Ja, das ist so. Was bei uns einfach noch dazu kommt, wir haben Verwandte, die in diesem Business tätig sind und dort schaut man es wieder ein bisschen von einer anderen Seite an. Vielleicht noch meine Frage zum Schluss noch. Das spielt sich ja wieder ab. Selbst wenn das Pech hatte, der mal einen Aufwind ganz eindeutig da war. Eine kritische Sache ist es immer, aber denkst du, es geht auf jeden Fall weiter da? Ja, das ist ja so. Also meine, die Regale sind extrem abhängig vom Wetter. Letztes Jahr hat es wirklich zweimal extrem geregnet. Dermal wieder zwei Sonnentage. Extrem schöne Tage hier. Und das ist, glaube ich, die beste Werbung, die man hier vom Maienfeld oder aus der Region in die Schweiz aussenden kann. Bestes Marketing also, aber auch interessanter Rennsport. Das ist der Start zum 5. Rennenpreis der Bündner Herrschaft, Langquart und Galopp Schweiz. Jürgiro als letzter draußen, als letzter drin, als erster draußen. Jürgiro übernimmt erstmal die Spitze. Sirène Duchour ebenfalls gut gestartet. Ganz außen ist es Soziopath. So kommt das Feld zum ersten Mal vor der Tribüne vorbei. Drei Tribünenpassagen, etwas mehr als zwei Runden. Jürgiro führt, an zweiter Position ist es Kessilo, außen Sirène Duchour, gefolgt von Soziopath außen, die Favoritin Rosé Tulisi in schwarz und weiß gestreift, an fünfter, sechster Position zusammen mit Peacefighter und am Schluss des Feldes Dark Command. Noch etwa 200 Meter, jetzt auf dem inneren Weg, ganz innen durch, kann Soziopath angreifen. Vorne ist Kessilo mit Soziopath und Rosette Lisi. Kessilo, Soziopath, Soziopath, Kessilo. Kessilo vor Soziopath und Rosette Lisi. Kessilo vor Soziopath, Soziopath. Vor Kessilo, dann Rosette Lisi, die Favoritin, dann Dark Command, dann Peacefighter, dann Sirène Duchour und am Schluss der lange führende Jürgiro. Spannung pur im Maienfeld. Ein ganzes Heer von Fotografen hat Interesse gezeigt. Ein Fest für klein und für gross. Aber eben steckt viel dahinter, um bei diesen trockenen Verhältnissen die Bahn zu präparieren. Ein ganzes Heer von Helferinnen und Helfern hat das möglich gemacht. Ja, Conny Amag, jetzt Aufwind in Maienfeld und du sitzt immer da. Was machst du eigentlich da den ganzen Tag? Ich betreue die Medien, ich bediene sie mit Resultaten, ich bediene sie mit Zahlenmaterial, das sie brauchen für ihre Artikel.
Ich tue zusammenfassend am Schluss des Renntags jeweils auch Medienmitteilung verfassen. Ich tue im Vorfeld von der Rennen natürlich auch das ganze Marketing für den Rennverein in die Wege leiten und umsetzen. Also alles in allem ein riesen Stress, gell? Als Stress erachte ich das nicht, sondern für mich ist das Leidenschaft zum Pferderennsport bei uns in Graubünden und darum ist das für mich kein Stress. Und von diesen 30% von den Eintritten und von all dem lebt ihr und macht die nächste Veranstaltung wieder? Ja, natürlich von Eintritten, aber auch von Sponsoringgeldern. Die ganzen Rennpreise werden ja von Partnern gesponsert und zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich auch für uns wichtig, dass wir die langjährigen Partner nicht verlieren. Und das dürfen wir hier im Maienfeld sagen. Wir haben sehr viele langjährige Partner, die uns sehr treu auch sind. Und denen wird ihr an dieser Stelle auch gerne mal Danke sagen für ihr grosses Engagement. Und auch einen riesigen Stab von treuen Helfern während langer Jahre, oder? Die eigentlich gratis werden können, oder? Ohne die geht es gar nicht. Ohne die Helferinnen und Helfer, die hier auf dem Platz sind. Den ganzen Tag, vom Morgen bis am Abend, voll im Einsatz. Aber natürlich auch in den Vorwochen sind die schon involviert. Das Kern-OK natürlich, wo organisiert der Rennbahnchef, hat eine riesen Arbeit, sensationelle Arbeit geleistet mit der Bodenbeschaffenheit, die er auf heute und auch auf den letzten Sonntag hat müssen herbringen. Sorry, wir haben den Ton da ein bisschen versemmelt, aber Conny und viele andere sind eben verantwortlich, dass die hier oben auf der Tribüne eben ihren Applaus haben, dass die Spannung überhaupt stattfinden kann, dass die Logistik und alles zusammen eben stimmt. Ja, dann ist es weitergegangen zu einem Trabrennen, 2450 Meter, 10'000 Preissumme, Raststätte Heideland Trophy. Der erste Start hat nicht geklappt, wir steigen beim zweiten ein. Ganz innen die Nummer 1, Tino Momo in grün und rot, ganz außen der Favorit Porsche Commercial in grau. Startfahrzeug setzt sich in Bewegung, beschleunigt jetzt Porsche Commercial im Moment im Galopp, so viel ich erkennen kann. Der hat das nicht so gut weggesteckt, mal abwarten, was passiert. Und das scheint jetzt wirklich der gültige Start zu sein. Wo ist Porsche Commercial? Etwa 50 Meter hinter dem Feld. Vorne übernimmt Unique Moncourt die Spitze, dann folgt Hugo de Tortière, dann Votre Président und wie befürchtet Porsche Commercial weit hinter dem Feld. Außen Vergadel, der übernimmt die Spitze zusammen mit Jan geht vorbei. Vergadel geht vorbei an Unique Moncourt. An dritter Position ist Hugo de Tortière, gefolgt von Amour d'été. Dann ist Votre Président mit der ungünstigen Startnummer 8 bereits an vierter Position aufgetaucht. Hugo de Tortière geht jetzt an die Seite von Vergadel und greift diesen an. Hugo de Tortière vor Votre Président. Innen hält sich Vergadel hervorragend. Dann ist Unique Moncourt zur Stelle. Vino Pagri kommt nicht recht weiter. Und von hinten rückt Porsche Commercial auf. Geht an sechste Stelle. Fehler von Vino Pagri. Behindert hier noch, nein, da behindert Pauline Dave noch ihren Vater. Nun gut, es geht in den Einlauf mit vorne Hugo de Tortière. Dann Vergadel, gefolgt von Vino, von außen Unique Moncourt. Vorne ist aber Hugo de Tortière vor Vergadel. Hugo de Tortière vor Vergadel. Hugo de Tortière vor Vergadel. Dann Unique Moncourt, dann Votre Président, dann die Nummer 10, Wladimir de Chine. Und noch im Galopp, vor oder nach dem Ziel, die Nummer 1, Tino Momo. Toller Sieg aber von Nathalie Gonin und Hugo de Tortière. So sehen stolze Siegerinnen aus. Die Siegerehrung zum Maienfeld auch immer sehr sympathisch. Dann ist weitergegangen zum Hauptereignis von dem Nachmittag, zum grossen Preis vom Kanton Graubünden. Ein Jagdrennen über 4'200 Meter, 20'000 Franken Preissumme. Vier Ritter sind gemolden gewesen, blieben sind gerade mal der Shannon Royal und der Papageno. In Insiderkreis, aber nicht von Maienfelder Seite, habe ich gehört, dass sie relativ unsportlich als die anderen wegen des trockenen Bahnen und das ist der Start zum großen Preis des Kantons Graubünden. Ein Jagdrennen über 4200 Meter, 20.000 Franken die Preissumme. Shannon Royal hat die Spitze übernommen gegen den Englischen. Papageno an zweiter Position etwas zurück. In nicht allzu schneller Fahrt. Jürg Langmeier hat gegen den ersten Sprung, der doch ein rechter Brocken ist, etwas Tempo gemacht und nimmt das jetzt wieder raus. Der zweite Sprung ist der Jeninser. Dann die Mauerhecke, das ist dann der Einlaufsprung ganz am Schluss. Und nach der Mauerhecke geht es zum einzigen Mal über den Käppeliwall. Und jetzt wird das Tempo noch schneller über die Trippelhecke. Shannon Royal vor Papageno. Und Papageno wird das erste Mal aufgefordert.
Shannon Royal, Papageno über den Wassergraben. Shannon Royal noch leicht, Papageno, da muss Raphael Link doch schon ziemlich arbeiten, um dran zu bleiben. Noch 5 Hindernisse, die Jagdhürde im Bogen, das ist das 5. Hindernis. Mit Shannon Royal, Jürg Langmeier, der hat noch keinen Finger gekrümmt und Raphael Link dahinter hat den Anschluss, aber musste dafür doch schon einiges arbeiten. Gegen die Jura-Mauer, Shannon Royal springt besser, Papageno muss auf der Flachen wieder aufholen. Jürg Langmeier hat immer noch nichts gemacht, der sitzt seelenruhig, fast schon wie zu Hause vor dem Fernseher. Shannon Royal, jetzt mit einem kleinen Fehler. Papageno ist dran. Shannon Royal und Papageno gegen das letzte Hindernis. Shannon Royal oder Papageno. Shannon Royal außen, Papageno kommt jetzt noch weiter außen. Shannon Royal, Papageno, Shannon Royal. Jürg Langmeier schaut sich um. Shannon Royal vor Papageno, aber Papageno kommt. Shannon Royal oder Papageno. Papageno, Shannon Royal, Shannon Royal, Papageno, Shannon Royal, Shannon Royal. Vor Papageno, was war das wieder für ein Finish? Es kam aus der grossen Spannung mit zwei Ross. Das Publikum jedenfalls war hell begeistert. Und dann ist man zum letzten Rennen von dem Nachmittag gekommen, zum Trabrennen über 2450 Meter, Preis um 10'000 Franken. Preis vom Restaurant Falken ist Victors B&B Meierfeld und Ostschweizer Traberclub. Nochmal die Spannung pur. So kommt das Feld jetzt dann gleich in den Einlauf. Mit innen Desperado du Merle, aber außen macht Avril Pecco Druck. Desperado du Merle, Avril Pecco. Desperado du Merle vor Avril Pecco, außen versucht Bombastic du Merle anzugreifen und innen Vigo du Verge, der ist geschlagen. Desperado du Merle vor Avril Pecco. Desperado du Merle vor Avril Pecco. Desperado du Merle vor Avril Pecco. Desperado du Merle, Avril Pecco, dann Vigo du Verge. Das war Meierfeld 2018. Ihr könnt sicher sein, gibt es 2019 wieder eins. Ihr kriegt mit dem Rudi Niederer. Rudi Niederer, Aufwind für Meierfeld, die Schlacht ist geschlagen. Nächstes Jahr, 6. und 13. Oktober, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Es war der Hammer, 2 super Renntage. Einfach ein bisschen zu wenig Starter, aber das ist momentan die Situation. Aber wir wollen jetzt hier nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen weiter schauen und noch versuchen, für das tolle Publikum, das wir hier haben, müssen wir das machen. Da muss man sagen, gell? Hat es wieder über 8'000 gehabt? Ja, sicher hat es fast sogar vielleicht über 8'000. Aber wichtig ist, dass es ein faszinierendes Publikum ist, das mitmacht, das mitgeht und für mich das beste Publikum der Welt. Selbst kann man eindeutig sagen. Du hast einen kleinen Unfall gemacht, ich sehe jetzt aber die Hand schön raus aus der Schlinge. Also du bist auch wieder auf dem Weg der Genesung, he? Ja, natürlich. Alles andere steht jetzt vor. Das müssen wir ein bisschen zurückstecken. Ich denke, das kommt schon wieder gut. Jetzt haben wir natürlich Jagdrennen gehabt, gell? Der Innenraum kannst du natürlich nicht bewässern. Es war ein ganz spezieller Sommer, es hat lange nicht geregnet, oder? Nehme ich an. Hat auch den Kipp, dass wenig natürlich starten kann bei den Jagdrennen? Ich sage nochmal, die Voraussetzungen waren eigentlich gut und positiv. Ich weiss nicht, wieso sie das zurückgezogen haben. Ich sage nochmal, das ist jedermann seine Sache und das muss man akzeptieren. Aber ich finde es einfach ein bisschen schade. Natürlich, und wir sind auch geschädigt worden. Das hättest du mal natürlich mit den Wetten, gell? Über 100'000 und zum Teil wieder müssen zurückzahlen dann, gell? Ja gut, jetzt ist natürlich die Geschichte, dass man wirklich zurückzahlen muss, weil das Rennen eigentlich stattgefunden hat. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das auswirkt. Die Zuschauer sind hier, eine riesige Kulisse, ein riesiges Engagement, ein Haufen Helferinnen und Helfer, ein sehr engagierter Präsident natürlich, gell, der jetzt auch wieder auf dem Weg von der Genesung ist. Und meinst du das nächste Jahr mit den Franzosen, meinst du, kann man mal wieder rechnen? Ich nehme an, ihr tut alles, damit das wieder mal herkommt, oder? Wir müssen jetzt einmal zurückgehen, die ganze Geschichte überlegen, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten und ich bin überzeugt, wir bringen auch wieder etwas her. Und Sportsgeist braucht es halt. Gell? Und einfach die letzte Frage, die zweitletzte Frage, das Zurückziehen, da kannst du nicht beeinflussen als Veranstalter. Da kannst du ja nicht versichern lassen, nichts dergleichen. Nein, absolut nicht. Das ist nicht unsere Kompetenz. Oder sie können das so machen, wie sie das wollen. Und ich finde, das ist korrekt, oder? Ich bin einfach traurig, dass sie es machen. Gut, ich habe gefragt, wie du ja wohl bei der Versicherung gearbeitet hast. Jetzt bist du doch Pensionist. Ja. Man könnte eben natürlich ein Mitglied werden im Rheinverein. Und da würde euch natürlich auch unterstützen, oder? Das ist richtig. Es wäre schön, wenn man wieder mehr Mitglieder überkäme. Wir haben ja eine Geschichte, wo man als Sponsor mit 2 Sitzplätzen dabei ist oder einfach mit 2 Sattelplätzen. Aber jede Unterstützung ist für uns natürlich Gold wert. Und natürlich, gell, wir zwei gehen noch im Rollstuhl daher oder müssen humpeln und krücken. Es ist wirklich ganz ein spezieller Anlass. Das gehört wie ein Wimmeln. Dort sind links oben das Zweierfeld, gehört das überall dazu.
Das sage ich eben auch. Ich bin ja aufgewachsen im Maienfeld. Für mich, mir liegt es am Herzen. Das Herzblut stecke ich voll rein in die ganze Geschichte. Für mich ist das eine Traditionsveranstaltung. Und denen sollte man einfach Sorgen tragen. Rudi, ein letzter Wunsch jetzt hier, gerade so vor dem Zielgelände, oder? Da hat es einen Haufen Einläufe gegeben, einen Haufen Rennen zu geben. Ich weiss es nicht mehr ganz genau, aber gegen 20 Rennen hat es gegeben, oder? Von der Pony bis eben natürlich zu den Jagdrennen. Dein letzter Wunsch, so für dieses Jahr jetzt? Ja, ich hoffe, dass wir einfach, für dieses Jahr ist jetzt alles gegessen, das ist gut und ist gut gelaufen. Und ich hoffe einfach, dass wir das nächste Jahr wieder Rennen durchführen können. Das ist mein grösster Wunsch.